Ja, Leute, willkommen retour, nächster Part mit dem SV Werder Bremen. Und ja, momentan ist es ja richtig spannend. Wir haben jetzt eine relativ große Chance, die Klasse zu halten. Und zwar, wenn wir jetzt das Spiel gegen Mainz gewinnen, das jetzt ansteht. Die sind 17., die sind auf diesem Nicht-Abstiegsplatz. Das heißt, wenn wir heute gewinnen, dann haben wir zumindest mal fixiert, dass wir nicht fix absteigen, dass wir zumindest in die Relegation können. Das ist schon mal was Positives. Ob das dann reicht, um unseren Job zu sichern und unseren neuen Vertrag zu sichern, das steht dann noch in den Sternen, weil Ziel ist ja Mittelfeld, und nicht nur den Abstieg zu verhindern. Aber das schauen wir uns jetzt einfach mal gleich an. Übrigens, danke noch an den Flo. Der hat mir jetzt nämlich geholfen, dieses Spielerbild von Niklas Tepe einzufügen, weil Spielerbild selbst hatte ich zwar drin, aber ich habe ihn jetzt in der Config-Datei noch hinzufügen müssen. Das wusste ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Also vielen, vielen Dank noch dafür. Jo. Jetzt haben wir das Spiel gegen Mainz. Die Frage ist, wie wir es angehen. Ich persönlich würde Laszlo Benes statt Navarro spielen lassen, weil der einfach momentan richtig gute Leistungen zeigt. Den Rest lasse ich, denke ich, so. Das heißt, wir werden es mit dieser Mannschaft hier angehen, in der Hoffnung, dass die stark genug sind, gegen die Mainzer zu gewinnen. Wir lassen in solchen Spielen jetzt vielleicht den Lukas Meyers balleroberten. Gerade in so Spielen, in denen wir gewinnen müssen, haben wir dann vielleicht noch ein bisschen mehr Kreativität drin. So. Die Systeme sind ähnlich. Beide mit Fünferkette. Unser Ex-Spieler, der Friedl, links in der Dreierkette. So, Cousins verliert dann den Ball an Pierre Gabriel. Aber Horn macht das ganz stark, läuft ihm super den Ball ab. Blockmann mit dem Abschlag, der geht durch, Duxch. Und war leider keine Ecke. Aber mal ein erster Warnschuss. Heidenheim geht gegen die Hertha in Führung. Das ist natürlich bitter, weil Heidenheim ist hinter uns. Und auf die Union müssen wir auch noch achten. Benesch mit dem Freistoß in die Mauer. Der war gut, Klünter. Duxch, knapp drüber. Wobei so knapp. Naja, so knapp war der nicht. Also nach dem Spiel haben wir noch das Duell mit den Bayern. Hier sehen wir, dass Heidenheim jetzt wieder in Führung gegangen ist. Jetzt haben sie die Hertha wieder ausgeglichen. Also spannendes Spiel scheinbar gerade. Da müssen wir echt der Hertha die Daumen drücken, dass die hinten bleiben. Ah, der war auch richtig gefährlich. Jetzt wird Mainz plötzlich doch noch wach. Bisher hat das Spiel eigentlich uns gehört. Aber vielleicht jetzt die Konterchance. Duxch mit Cousins. Zirkzee ist auch dabei. Aber da ein kleines Missverständnis. Jannes Horn spielt heute gut. Guter Abschlag von Blockmann. Unnötiger Ballverlust von Duxch. Heidenheim führt schon wieder. Da ist der Fehler. 1-0 Zirkzee. 41. Minute. Ganz, ganz wichtig. Schauen wir uns nochmal an. Benesch rechts raus. Klünter zieht dann stark und dynamisch nach innen. Dann wird er abgefangen und dann gibt es hier ein Missverständnis zwischen Verteidiger und Torhüter und plötzlich ist der Ball bei Zirkzee und er schiebt ein. Damit würden wir jetzt sogar noch vor die Hertha rutschen, auch spannend. Ich freue mich sehr über die Leistung, weiter so, momentan kein Grund, irgendwas zu ändern. Heidenheim mit einem 4 zu 2 jetzt mittlerweile. Martin Dardai mit einem Eigentor, unser Barca-Verteidiger. Wobei nicht mehr, glaube ich. Da haben wir ein Angebot bekommen. Weiß gerade gar nicht, ob der schon gegangen ist oder nicht. Benfica wollte ihn haben und wir sind überbesetzt, deswegen habe ich das jetzt angenommen. Aber kleiner Exkurs ins andere Let's Play. So zirkt er mit der Riesenchance, wir dann den nicht machen können. Das wäre kein Abseits gewesen. So, Cousins. Kämpf. Nein, den hat Zirkzee nicht gemacht.
Gibt's ja nicht. Unglaublich. Also wir schlagen uns gerade ein bisschen selbst. Das ist echt schade, weil jetzt können es echt schon gut und gerne 2 oder 3-0 stehen. Stattdessen beinahe der Ausgleich. Blockmann versucht dann noch ranzukommen, war aber ein Ticken zu spät dran. So, Friedl. Einwurf genau zu Horn. Der macht das gut. Dux behauptet ihn. Schade, dass der Pass nicht durchgekommen ist auf Zirkze. Baum holt ihn sich. Kämpf mit dem starken Pass auf Glünter. Glünter mit der Flanke. Zirkze ist da. 2 zu 0. 67. Minute. Unglaublich. Boah, Leute, ich hab schon wieder Gänsehaut. Hier Klünter rechts außen mit der Flanke und da ist dann Zirkze, der das richtig gut macht. Keine Chance für den Keeper, damit das 2 zu 0. Schaut mal auf die Tabelle, 5 Punkte Vorsprung auf die Union. Wir haben noch zwei Spiele. Nur mal noch kurz reinschauen, wie es bei der Union steht. Die spielen gerade gegen Bielefeld, okay. Bielefeld ja ziemlich, für Bielefeld ist die Sache schon ziemlich gelaufen. Schwierig zumindest. So, es wird jetzt mal Zeit, frische Kräfte zu bringen. Wir sehen, dass Zirkzee sehr müde ist. Der hat jetzt mal eine Pause verdient. Hängende Spitze Danilo Pereira rein. Und dann bringe ich gleich mal den Navarro für Laszlo Benesch. Horn wird jetzt auch noch müde. Das haben sie schön gespielt. Klünter hat das Abseits da auch ordentlich aufgehoben. Alle anderen gingen da schön auf Abseitsfalle. So, ich bringe jetzt den Agu links hinten noch für den müden Horn. Vor allem haben wir dazwischen jetzt noch die Hertha und Heidenheim. Das ist natürlich auch noch ein Riesenvorteil. Das heißt, ja, ich meine, es wird jetzt halt einfach viel davon abhängen, wie die anderen spielen, wenn wir jetzt gegen die Bayern verlieren. Wahrscheinlich. Aber sensationell. Ganz, ganz wichtige 3 Punkte. Ein Ruck geht momentan durch die Mannschaft und wir kommen schon langsam so ein bisschen in Richtung Tabellenmittelfeld. Ich meine, höher wird es nicht. Wahrscheinlich, aber trotzdem. Die zweite Mannschaft, ja, die ist eh schon fix abgestiegen, glaube ich. Ein Einsatz noch und dann müssen wir weitere 900.000 für Zirkzee zahlen. 4,4 Millionen haben wir im nächsten Jahr Budget. August Trainingsbericht. Kein Fortschritt. Wie Spiele hatten der gemacht? Ja, 20 als Einwechselspieler. 7 von Beginn weg. Jetzt haben wir dann 2 Wochen Zeit, um uns aufs Spiel gegen die Bayern vorzubereiten. Ich würde da jetzt ehrlich gesagt mal keinen Test machen. Luke Ehorst mit seinem ersten Saisontor jetzt erst. Ja, stimmt, die Rückrunde spielt er bei Jahn Regensburg. Ein Tor, ein Assist ist natürlich wenig. So, das sind die restlichen Youth Intake-Spieler, aus denen dann eher nichts wird. Ich meine, die könnten wir uns noch anschauen. Ob die nur Nachwuchsspieler sein wollen? Nein. Weil als nur Nachwuchsspieler kann man es sich leisten, aber das ist mir zu teuer. Was kosten so ein Nachwuchsspieler? 3.300 im Jahr, ja, ich glaube, das kann man schon machen, weil wir brauchen einfach ein bisschen mehr Breite in der U19. Auch wenn der jetzt, das wären keine Stars, aber wenn sie sich gut entwickeln, dann könnten es auch theoretisch zumindest Zweitligaspieler werden und dann können wir ein bisschen Geld mit ihnen machen. So. Chor fordert von der Transferliste genommen zu werden, den haben wir ja auch. Den Medina erwartet als kompromissloser Außenverteidiger zu spielen. Ja, das wird leider nix. Da haben wir die Megatalente. Rocco Braun ist vor allem spannend, der Zehner. Probetrainings enden. Zirkze setzt Nawrocki im Training außer Gefecht. Aber wir haben ja noch Zeit. Sind die Bayern eigentlich schon Meister?
können heute den Meistertitel einfahren. Oh. Jetzt müssen wir auswärts gegen die Bayern ran. 6 Punkte haben sie Vorsprung. Nee, gar nicht, sorry, ich habe mich gerade komplett verrechnet. Die sind eh schon lang Fixmeister. Ich habe mich gerade komplett verrechnet. So. Der kommt jetzt als Nachwuchsspieler. Matej Kova verletzt. Jo. Wieso ist der da? Das sollen die U19. Den Gambo schieben wir auch in die U19. Wie gesagt, viel wird aus denen nicht, aber die 3300 sind die schon wert. So, wen machen wir verfügbar für die zweite? Eigentlich können wir jetzt da den Agu auch verfügbar machen. Haben wir jetzt keinen Torhüter. Kann ich den Blockmann spielen lassen? So, und der kommt jetzt auch noch. Fans sind wütend, weil ich solche Spieler hole, aber gut. Habe ich jetzt in die zweite oder in die U19 geschoben? Eigentlich ist egal. Weil das müssen wir jetzt dann eh in Kürze wieder komplett neu sortieren, wenn die zweite Mannschaft dann endgültig abgestiegen ist. Weil dann werden wir die wieder ziemlich auflösen. Da müssen wir schauen, ob noch irgendeiner da ist, der vielleicht irgendwie interessant sein könnte für die erste, aber ich glaube, das werden nicht viele sein. Da ist jetzt Fix leider abgestiegen. Burak Savic, nicht interessant. Wieso hat er jetzt den Vertrag verlängert? Alter, was ist denn das jetzt für ein Scheiß? Wer hat denn das jetzt gemacht? Ich meine, wir haben keine zweite Mannschaft mehr, weil die absteigen. Und dann kriegt er den Vertrag verlängert. Eigentlich sollte ich das machen. Ich verstehe es nicht. Wer hat dem einen Vertrag gegeben? Ärgerlich. 237.000 beim Fenster rausgeworfen. Jetzt ist der in der zweiten Mannschaft Trainer, die keine Spieler mehr haben wird nächstes Jahr. Nervig. So, hier sehen wir die letzten beiden Spiele. Also Bayern und Augsburg. Also jetzt müssen wir natürlich hoffen, dass die Spiele dann gut für uns laufen. Und wir gegen die Bayern spielen. Weil wir jetzt ja wahrscheinlich nicht ganz so viel mitnehmen werden. René Svete machen wir für einen Test verfügbar. De Medina auch. Pereira, Rasmussen. Hoffmann jetzt halt leider nicht. Billy Gilmore auf jeden Fall. Agu, ja, können wir eigentlich auch machen. Haben wir noch 4 Tage Zeit. Ein Baum entwickelt sich gut. Unser Sechser. Da würde ich eigentlich auch ganz gern den Navarro sehen, aber momentan kommt er an Benisch noch nicht vorbei. Im Sommer werden dann die Karten sowieso neu gemischt. Pereira mit einem Doppelpack im U19-Test. So, da wurden ein paar Spieler von der Auswahlliste entfernt. Schaut mal den Marktwert an von Maximilian Mayer, 32 bis 52 Millionen. Querfeld, Innenverteidiger von Rapid. So. Wir sind bereit für den Nord-Süd-Gipfel. Gipfel. Ich mache jetzt keine Mannschaftssitzung, weil vor den Spielen gegen die Bayern, es zahlt sich einfach nicht aus. Da jetzt irgendwas falsch zu machen, da ist mir das Risiko zu groß.
So, jetzt schauen wir mal an, wie die Ausgangssituation ist. Die Hertha spielt gegen Bielefeld. Das heißt, die haben natürlich super Karten, eh klar. Heidenheim und Union wird noch interessant. Die Union gegen Köln. Das heißt, gute Chancen. Heidenheim muss gegen Leverkusen ran. Das könnte natürlich für uns ganz wichtig sein. Also, dass Leverkusen gegen Heidenheim gewinnt. Wir werden sehen. Von Aufstellung her momentan keinen Grund, irgendwas zu ändern. Die Mannschaft funktioniert gerade relativ gut. Bayern auswärts. Timo Horn im Tor. Was sagen man ihnen, dass sie keine. Dass wir Außenseiter sind, aber das passt uns gut in den Kram. Hier sehen wir die Aufstellung. Horn im Tor. Sonst, ja, Ceballos auf der 6. Sonst hat sich nicht viel geändert. Und hier sehen wir unsere Mannschaft. Let's go. Oh, die haben vorne Ramos, Stürmer, wer auch immer das ist. Welcher Ramos ist das? Schauen wir mal kurz. Gonzalo Ramos. Starker junger Portugiese. Kann natürlich sein, dass sie da jetzt schon rotieren. Aber naja. Die Leverkusener führen gegen Heidenheim. Ganz, ganz wichtig für uns. Gnabry gegen Glünter. Davis. Kimmich hat Platz. Blockmann mit einer Glanztat. Der hätte gut gepasst. Fünf Punkte wären wir aktuell vorne. Mainz überholt gerade die Union. Ordentlich spannend hier im Abstiegskampf. So, Jannes Horn ist plötzlich durch. Boah. Jannes Horn gegen Timo Horn, beinahe hat das da gemacht. Ist das der Bruder? Da die beide Köln Vergangenheit haben. Boah, das wüsste ich gar nicht. Wisst ihr sicher? Bitte ab in die Kommentare. Schau es uns nachher nach, wenn ich dran denke. Im Moment läuft es gut. Im Moment hätten wir den Klassenerhalt sicher. Selbst wenn wir jetzt noch verlieren gegen die Bayern. Einfach weil die restlichen Spiele für uns laufen. Musiala, gut geblockt. 30 Minuten jetzt gespielt. Köln führt gegen die Union. Das ist auch gut. Mukiele wird da gelegt. Jetzt scheint es Elfer zu geben. Jupp, den gibt er. Benesch scheinbar mit dem Foul. Kriegt hier eine Ermahnung. Musiala gegen Blockmann. 1-0 Bayern, 31. Minute. Damit die Führung für den Favoriten. Ändert aber wie gesagt nicht viel. Momentan alles noch okay. Heidenheim gleich gegen Leverkusen aus. Das ist natürlich nicht gut. Buchs auf Cuisance. Cuisance ist durch. Wie geil wäre das gewesen, wenn der gegen seinen Mutterverein hier trifft. So, Davis gegen Glünter. Sané. Super geblockt hier gegen Ramos. Ja, gegen Ramos. Der nicht zum Abschluss kam. Wie schaut es jetzt im Moment aus? Im Moment sind wir auch 4 Punkte vor Mainz. Das heißt, auch das sieht gut aus. Was würden uns jetzt killen eigentlich? Wenn die Union. Schauen wir mal kurz. Die Union ist gerade hinten. Wenn die Union gewinnen würde, dann hätten die 31 Punkte. Dann wäre es rein rechnerisch wieder möglich, dass wir hier noch eingeholt werden. So, wir versuchen sie nochmal zu motivieren.
Wie schaut es aus von den Noten her? Ja, gegen die Bayern spielen viele schlecht. Würde ich jetzt im Moment noch nichts ändern. Den Navarro werden wir dann halt später wieder reinbringen. Leverkusen gegen Heidenheim 2-1, ausgezeichnet. Gnabry ist durch. 2-0. 46. ganz stark gemacht. Der Pass war richtig gut. Gnabry mit einem starken Antritt. Hier sehen wir es. Sané, Kimmich und dann ist er durch. Damit dürfte die Partie schon ziemlich gegessen sein. Blockmann mit der Parade. So, Banish Körpersprache gefällt mir auch nicht so unbedingt. Ich bringe da jetzt mal den Navarro. Kimmich mit der Ecke. Wieso schlägt den Lukas May nicht nach vorne? Da war er so unbedrängt, dass er ihn nicht irgendwohin passt, verstehe ich, aber ihn dorthin zu schlagen ist halt dämlich. 0 zu 3 Gonzalo Ramos, sein erster Treffer. Überspringen wir es jetzt gleich. Ach, hier wieder richtig starker Pass in die Tiefe an den Pfosten. Ich glaube, das mal gegen die Bayern. Heidenheim mit dem Ausgleich gegen Leverkusen. Dass ich trotzdem ein bisschen weiter hinten stehen werde und vielleicht auch noch die Abseitsfalle anmache, damit sie es ein bisschen schwieriger haben mit diesen langen Pässen. Die Union ist wichtig. Yes, Leverkusen führt wieder gegen Heidenheim. So, Horn hat da gelbe Karte kassiert. Da bringe ich den Agu rein. Und Zirkzeit hat eine 6,1. Da bringe ich den Danilo Pereira. Katastrophale Vorstellung von Zirkzeit, aber gut, die Konkurrenz oder die Gegner hier in dem Fall sind jetzt auch nicht die schlechtesten. Zirkzeit. Jetzt zu geil gewesen, wenn er plötzlich das Tor macht. So, Süle. Davis. Muss ich schnell meine Uhr aufladen. Hab's vergessen. Also die letzten 10, 15 Minuten laufen. Wieder Pass in die Tiefe auf Ramos. Ich versuche es jetzt anzufeuern, es hat noch geklappt. So, wir können noch. Ne, können wir nicht mehr. Wir haben schon dreimal gewechselt. Momentan sieht es noch immer so aus, als würden wir die Klasse halten. Letzten Minuten laufen. Oh Leute, ich bin so durch den Wind jetzt schon. Blockmann mit einer guten Parade. Den Ramos kriegen wir überhaupt nicht in den Griff. Union 0 zu 2. Damit sind die jetzt sogar letzter. Wahnsinn. Letzten Sekunden laufen. Und das war's. Wir verlieren 3 zu 0, aber es ist echt für uns jetzt in Ordnung, weil wir es geschafft haben. Was sagen wir da jetzt? Ich sag trotzdem, dass ich unzufrieden bin, das passt schon. Aber. Ja, wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben 4 Punkte Abstand auf den Relegationsplatz. Das heißt, wir sichern uns den Klassenerhalt, was unfassbar wichtig ist. Die Bayern erhalten jetzt nochmal 900.000 aus dem Zirkzee-Deal. Und ja, jetzt reden wir mal mit dem Vorstand.
Persönliches, neuer Vertrag. Schauen wir mal, ob sie sich positiv melden. Abgelehnt. Ja, unsere bisherige Leistung rechtfertigt keine Vertragsverlängerung. Damit hätten wir zumindest das Ziel Klassenerhalt erreicht, aber es ist halt so bitter. Wäre das Saisonziel Klassenerhalt gewesen, dann hätten wir es erreicht, aber nein, sie fordern von uns Aufsteigern gleich mal das Mittelfeld. Und das könnte uns jetzt schlussendlich dann den Job kosten. Okay, der ist bei der U20 WM, aber ich brauche da keine Berichte. Schauen wir mal aufs Arbeitsamt. Oslo. Ja, Mainz wäre witzig, oder? Aber also grundsätzlich würde mich Mainz reizen, wenn es denn möglich wäre, dorthin zu gehen. Oh, ich will nicht weg von Bremen. Ist das schade. Das heißt, jetzt kommt das womöglich letzte Spiel als Bremen-Trainer. Ich würde sagen, wir geben dem René Svete auf jeden Fall nochmal einen Einsatz. Dem Teppe möchte ich noch sein Debüt geben, statt dem Schurs, weil da läuft der Leihvertrag sowieso aus. Der kriegt sein Bundesliga-Debüt heute. Dann hat er das Debüt wenigstens noch unter mir gefeiert. Jeißle beglückwünscht mich zur herausragenden Leistung des Augsburg-Trainer. Spannend. So, zweite Mannschaft. Teppe nicht verfügbar. Kova nicht verfügbar, weil verletzt. Ah, das ist sogar noch dritte Liga. Ich würde mal den... Machen wir den Nawrocki mal verfügbar. Dass der dort noch ein bisschen Spielpraxis kriegt. Nehmen wir den Schuss mit. Jo, letztes Spiel als Bremen-Trainer. Den Kämpf werden wir noch kritisieren. Laszlo Benes hat auch nicht gut trainiert. Ach Leute, es ist so schade. Damit verabschieden wir uns jetzt. Also mit dieser Mannschaft hier werden wir ins letzte Spiel starten. Ich persönlich werde jetzt den Cuisance noch auf die Bank tun, weil wir ja seine Leihe auch nicht verlängern werden. Das heißt, die Mannschaft, die jetzt hier spielt, die wird auch nächstes Jahr noch in Bremen im Bundesliga-Kader stehen. So, ich erwarte ein besseres Spiel als zuletzt gegen die Bayern. Eh logisch. So. René Svete bekommt seine Partie jetzt auch noch. Da ist dann die Frage, wie es mit dem neuen Trainer weitergeht. Da bin ich mal sehr gespannt, wie der die Torwartsituation lösen wird. Generell möchte ich natürlich auch, wenn wir jetzt weiterziehen, dass wir dann die Bremer noch ein bisschen verfolgen hin und wieder. Einfach um zu schauen, was sich da so vom Kader her tut und ob sie eben eh erfolgreich sind. Zirkt sie im Abseits, zweite Minute. Der Abstiegskampf bleibt spannend auf jeden Fall. Heidenheim geht in Führung. Ist natürlich schlecht für Mainz, die müssen dann in die Relegation. Klünter. Zirkze, wieder Glünter, Zirkze und Kubek wehrt ihn drüber. Benesch mit der Ecke, Glünter. So, Kempf, Mai. Kämpft mit dem Pass in die Tiefe, Jannes Horn und Zirkze knapp daneben. Nächste gute Chance. Heidenheim ist sogar schon mit einem 2:0 hier gegen Wolfsburg. 3:0, was ist denn da los? Unglaublich. Svete mit dem Abschlag. Marvin Ducksch. Navarro, guter Versuch.
Abschluss 3, sage ich nur. Na, du hast den Weitschusswert gesehen, der ist aber eben gar nicht so schlecht. Der war gefährlich, Duk schon lang am Pfosten, aber gute Parade von Kubek. Der heute mit einer starken Vorstellung, weil hätte man schon gut und gerne 1 oder 2-0 führen können. So, perfekter Pass in die Tiefe, Duk schaut ihn drüber. Also das ist jetzt so ein Kandidat, den ich dann rausnehme, glaube ich, und da bringe ich dann den Danilo Pereira. Dass der auch noch eine Partie kriegt. Ende der Saison. Benesch mit der Flanke. Oh, der war knapp. Da war sogar noch die Latte im Spiel. So. Wir erwarten uns viele Ab erarbeiten uns viele Abschlüsse weiter so. Wie gesagt, ich werde nur diese Änderung hier machen. Aber ich lasse den als Knipser spielen, das passt schon. Wir spielen weiter. Letzten 45 Minuten als Trainer des SV Werder Bremen. Boah, Teppe. Aber gut, hat eine 7,0 bisher. Also sein Debüt nicht so schlecht. Zirkze auf Danilo Pereira. Ein Ballkontakt zu viel, aber er macht es trotzdem noch gut. Legt auf Benesch ab. 1-0. 49. Minute. Aber es war echt ganz witzig jetzt. Also man sieht hier erstens mal super rausgespielt. Zirkze mit dem Pass in die Tiefe. Und das ist der Moment, wo er eigentlich schon abziehen sollte. Dann macht er hier eigentlich zwei Ballkontakte zu viel. Heidenheim 4-0 gegen Wolfsburg. Beeindruckend. Boah, die Hertha ist schlecht. Ich will mich echt bei der Hertha bewerben, wenn da irgendwas frei wird. Die ist im FM ja immer stark. Wobei ja da jemand von euch geschrieben hat, dass es im ersten Jahr sehr, sehr hart sein soll, weil dort, glaube ich, nur 5 Millionen... Beinahe das 1-1. Nur 5 Millionen Budget hast und der Vorstand aber Champions League erwartet und man keinen sinnvollen Stürmer hat, hat irgendjemand geschrieben von euch. So, Zirkze mit einer Verwarnung, deswegen kriegt er jetzt die Rolle Zielspieler. Und muss natürlich aufpassen. Ich möchte nicht, dass der vom Platz fliegt. Wen haben wir noch auf der Bank, den ich noch spielen lassen möchte? Schurs eher nicht, Cuisance eher nicht, Gilmour eher nicht, also die Leihspieler lassen wir weg. De Medina könnte man schauen, Agu oder Rasmussen. Stark von Svete, gut gemacht. Unser René. So schlimm mit ihm schreibe ich echt extrem gerne über den FM. Aber ich kann über das Let's Play mit ihm nicht reden, weil er es selber ansieht. Kann ich ihn schlecht spoilern. Eieiei, Horn geht da überhaupt nicht zum Ball. Den Vorwurf mache ich nicht René Svete, sondern Horn in dem Fall. So, der ist übrigens schon müde, zirkt sie auch. Ja, ich würde sagen, dass wir am ehesten mal... Ach so, beide Außenverteidiger, ja. Dann machen wir hier die zwei Wechsel und dann lassen wir es für den Rest. Zirkze muss noch durchhalten. Ich glaube, so groß gewachsen wie der ist, wird er vorne die Bälle noch verteilen können als Zielspieler. Muss er nicht mehr ganz so viel laufen dann. Die Hertha führt gegen Leverkusen. Damit überholen sie uns nicht. Nein, die bleiben sogar einen Platz hinter uns. Ah, ich bin schon so gespannt, wo es uns hinführt. Laszlo Benes. Vielleicht kriegen wir auch noch ein Verlängerungsangebot, keine Ahnung. Vielleicht kommt es doch noch. Wir werden sehen. Aber geht mal nicht davon aus. Ich werde nach dem Part wahrscheinlich einfach mal selber weitersuchen, weil die ganze Jobsuche ja sonst so ewig dauert und glaube ich für euch jetzt nicht so super spannend ist. Jo, wir gewinnen das letzte Spiel also auch noch. Persönlicher Abschied in Bremen quasi. Wir haben eigentlich mein persönliches Ziel erreicht mit dem Klassenerhalt, auch wenn es sehr spannend war zum Schluss. Schade, dass es nicht gereicht hat, um weiter nach oben zu kommen. Jo, Transferliste, Benachrichtigung, Robin Zentner.
Der wäre zum Beispiel auch nicht so uninteressant. Ich sehe auf der Auswahlliste den Scout mal wieder voll. So, wir erhalten 40 Millionen. Erleichterung bei Heidenheim nach dem Klassenerhalt. Absolut verdient mit dem 4-0 gegen Wolfsburg. Jetzt werden wir nochmal vielleicht nachfragen. Ah, ich kann nicht nochmal nachfragen. Ja, dann können wir mal kurz schauen, was es jetzt noch so für offene Trainerstellen gibt. Und wenn wir da jetzt nichts Interessantes sehen, dann werden wir jetzt beenden. Unser Saisonrückblick, die Neuzugänge. Sehen wir hier, beste Durchschnittsnote Kempf, danach Zirkzee, 12 Tore gemacht. Das ist eine starke erste Saison. Swete, drittbester Neuzugang, mit einer Note von 6,92 gut gemacht. Klünter war in Ordnung, Benesch war stark. 5 Tore, 4 Assists finde ich gut. Danilo Pereira solide. Jannes Horn von den Noten her hat er mich nicht überzeugt. 4 Assists sind dafür nicht so schlecht. Billy Gilmore, ja, 18 Mal gespielt. Der hätte sicherlich mehr zeigen können, wenn er mehr gespielt hätte. Navarro, nicht viel gespielt in der kurzen Zeit, der wird noch ein bisschen Zeit brauchen. De Medina hat das geliefert, was wir wollten. Hoffmann, kein Kommentar. Matej Kovar, nicht gespielt. Rasmussen, kein Pflichtspiel. Ja, Vorstandserwartungen steht jetzt als Abstiegskampf raushalten. Und damit sind sie jetzt zufrieden. Aber vielleicht wird es doch noch was. Wir werden sehen. Die Ehrungen. Trainerauszeichnung habe ich bekommen. Wahnsinn. Da sehen wir Spieler der Saison der Fans. Nawrocki. So, gibt es da noch was? Meeting über Vereins. Ich habe keinen Vertrag mehr. Was wollt ihr euch treffen? Ich akzeptiere das mal. Aber ich habe keinen Vertrag mehr. So, Pläne für nächste Saison diskutieren. Machen wir das halt auch. Feldplatz erreichen. Sehr gut. Urlaub sollen es genießen. So, kommt da jetzt noch ein Angebot, wenn ich schon fürs nächste Jahr planen kann? Anfragen kann ich nicht mehr. Da bin ich mal gespannt. Vorstand plant Stadion, Neubau und gibt Budgets bekannt. Na, sehr spannend. Hilft mir natürlich alles in der Zukunft nicht mehr. Mitarbeiter, Arbeitsamt, gibt es da was Neues? Kaiserslautern. Ja, Mainz. 17. in der Bundesliga. Das ist natürlich schade. Dementsprechend dann nicht unbedingt interessant. Also man kriegt sonst nichts anderes. Aber ich möchte eigentlich schon erstklassig bleiben. Die wurden von der Auswahlliste entfernt. 11. Woche Tepe. Starkes Debüt. 7,7. So, ein paar Minuten schauen wir noch weiter. Bielefeld gegen Stuttgart in der Relegation. Stuttgart gewinnt auswärts. Leute, ich will einen neuen Vertrag. Defensiv solide, Konterfußball, sind Sie zufrieden? Das ist echt spannend. Ist die Saison für Sie jetzt schon erledigt? Sie sind mit der Arbeit zufrieden? Was ist denn da los? Gebt mir den neuen Vertrag, Leute. Bin jetzt voll aufgekratzt, weil ich einfach keine Ahnung habe, was abgeht. Wolfsburg gegen die Bayern im Finale des DFB-Pokals. 3:0 Sieg locker gewonnen von den Bayern. Blockmann möchte weitere Zukunft diskutieren. Er hätte gerne einen verbesserten Vertrag. Können wir machen, ganz ehrlich. 270.000 ist eher ein bisschen wenig.
Der wird mit neuen Trainer sicher gut funktionieren. Jährliche Gehaltssteigerung. Gehen wir ein bisschen runter, 5%. Kriegt er halt seinen neuen Vertrag. Ja, 1,5 Monate haben wir noch, oder ein bisschen mehr als einen Monat haben wir noch Vertrag. Aber Lower, neuer Mainz-Trainer. Der WRC möchte Svete verpflichten. Ja, lieber René. Könnte man fast machen. Damit er bei uns nicht nur auf der Bank sitzt oder bei Bremen nur auf der Bank sitzt. Die Arminia gewinnt dann schlussendlich auswärts. In der 92. haben die noch das Tor gemacht und damit bleibt Stuttgart unten. Wie heftig ist denn das? Alter Schwede. So, Deutschlands Newcomer der Saison, Mike Nawrocki. Hammer. Vorher die Jemi nämlich sogar. Der Medina unzufrieden. Denke, sie haben einen super Job gemacht. Sie sind zu weit gegangen. Ja, dann geh halt. Der Medina also unzufrieden, weil er nicht mit seiner Rolle spielen durfte. Bietet man mal an. Wie viel haben wir gezahlt? 375.000, die möchte ich auf jeden Fall reinholen. Ja, Leute, wie lange machen wir noch? Blockmann mit neuem Vertrag zufrieden. Es wäre jetzt so geil, wenn wir noch einen neuen Vertrag kriegen und dann hängt mir Blockmann noch länger an der Backe. Aber dann müsste ich es ausbaden. Hilft nichts. Keine Angebote für De Medina. Also 500.000 würde ich schon fordern, damit wir ein leichtes Plus mit ihm machen. Scouting-Meeting, wen haben wir da? Ja, sowas wäre halt der Hammer. Bayindir, ein richtig starker türkischer Keeper. Aber mit dem Marktwert eher schwierig. Da müssten wir dann schon Zirkzee teuer verkaufen oder so, dass sich das dann irgendwie finanziell ausgehen könnte. Patrick Berg auf der Leihliste. Keine Angebote für den Medina. Aber wir haben ja noch Zeit. So, was gibt's hier noch? Arbeitsamt. Okay, es wird schon ein bisschen mehr. Der FC Basel wäre natürlich auch richtig geil. Soll ich mich da bewerben? Ja, ich warte noch. Also wenn es jetzt keine Entscheidung gibt. Den FC Basel würde, der FC Basel würde mich schon reizen, aber ich würde eigentlich gerne in Deutschland bleiben. Frankreich macht mir doch immer Spaß. Spanien fällt für mich weg, wegen dem zweiten Let's Play. England hätte ich auch Bock, aber da kriegen wir sicherlich keinen Job in der ersten Liga. Das ist so ein spannender Innenverteidiger. Italien wäre ich auch sofort dabei. Aber ich brauche halt jetzt mal Klarheit. Solange sich mein Vertrag nicht verlängert, ich hätte erst jetzt anfragen sollen. Aber das weißt halt auch nicht, dass die plötzlich wieder zufriedener werden mit mir. Arnaud Baudard, ein belgischer Keeper, der ist stark. Den nehmen wir auf die Auswahlliste. So, Transfermeeting. Ach so, ich gehe jetzt nicht mehr zum Transfermeeting, sage ich ganz ehrlich. Sie sind nicht unzufrieden. Mannschaftsgefüge, da ist auch alles gut. Ja, Leute, ich werde jetzt hier den Cut machen. Also ich sage jetzt mal kurz, dass ich sehr, sehr zufrieden war und sehr glücklich war, in Bremen Trainer zu sein. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es zu Ende ist oder nicht. Wir werden das Ganze dann rausfinden. Außerhalb des Takes, Pirlo, neuer Vertrag bei der Eintracht.
Ja, das heißt, ich werde es jetzt einfach mal weiter durchziehen, werde schauen, ob sie meinen Vertrag wirklich nicht verlängern. Wenn das der Fall ist, dann werde ich uns einen neuen, tollen Verein suchen. Und ja, das Ganze wird dann wahrscheinlich eben außerhalb des Let's Plays stattfinden, damit wir dann schon eventuell wieder mit Bremen oder mit dem neuen Verein einsteigen, je nachdem, weil eben die Trainersuche oder die Jobsuche, die kann halt Monate dauern und echt mühsam sein. Deswegen machen wir das so. Vielen Dank jetzt fürs Einschalten. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Bis bald. Danke.